Hallo alle miteinander zu einer neuen Woche, zu einer neuen Folge von Weiderg, den Demeterks aus Mittelfranken. Wir starten die neue Woche mit Fleischerzeugung. Ich bin auf dem Weg. Wir haben jetzt gerade verladen, die liebe Kaya. Das war jetzt schon ein bisschen herzzerreißend, aber ja, weil wir die auch von der Freundin ein bisschen getrennt haben. Die hat jetzt schon gejammert. Ah, shit, Umleitung, was ist denn jetzt los? Das wollte ich jetzt nicht haben. Ja, okay. Und auch noch eine Straße. Aber kriegen wir hin. Wir haben es nicht weit. Es sind knappe, ja, was weiß ich, 3, 4, 5 Kilometer oder so, die wir da jetzt fahren. 10 Minuten erledigt. Genau. Und dann haben wir um 18.30 Uhr Termin zum Schlachten. Und ja, da gibt es dann Burger. Wir haben dann Burger, machen wir jetzt dieses Mal. Die Salamis und die Schinken sind auch fertig, hervorragend. Wenn ihr jetzt schon Bock drauf habt, einfach eine kurze Nachricht, kurze E-Mail an info@weidejag.de. Dann kriegt ihr davon gerne was. Sind ja auch nicht die hohen Versandkosten, weil ist ja keine kühlpflichtige Ware. Wunderbar, echt im Geschmack spitzenmäßig. Werde aber nochmal dann im Herbst, oder das ist schon Herbst, Winter, wenn wir dann nochmal schlachten in 2-3 Wochen, da gibt es dann auch wieder Fleischpakete. Gebe ich dann auch nochmal Bescheid, aber wer jetzt schon Interesse hat, einfach kurz schreiben. Jo, wie läuft das jetzt ab? Heute wird jetzt geschlachtet. Dann wird natürlich das Fell abgezogen. Das werden wir jetzt dann nicht verwenden, weil es ist nur ein wirklicher Winterfell. Und das gerben zu lassen, da fallen die Haare eher wieder aus. Wie gesagt, Fell wird abgezogen, dann hängen die Rinderhälften erstmal einen Tag in der Kühlung. Dann kommt der Fleischbeschauer morgen, schaut sich das Ganze an. Dann kann ich Innereien und so weiter abholen morgen. Und am Samstag dann, heute ist Dienstag, wird das Tier dann zerlegt und die Burger hergestellt. Also schon vorgeformte Burger-Patties, ein bisschen zwibbelig und sind mit drin und ein Hauch von Semmelbrösel für Bindung und auch damit saftig sind. Also die sind wirklich hervorragend, das haben wir schon mal ausprobiert. Das ist wirklich geil. Aber gebe ich auch noch alles Bescheid, wie das dann abläuft. Ja, vom Schlachtprozess werde ich jetzt wahrscheinlich nichts zeigen. Der Metzger ist nicht so der Fernsehstar. Oder ja, ich möchte jetzt natürlich nicht filmen, wenn er das nicht möchte. Oh, Mensch, das ist mir jetzt schon ein bisschen, muss ich mich. Jetzt haben wir schon zweimal geschlachtet. Aber das war jetzt noch nie so, dass es so ist. Ich bin jetzt echt ein bisschen sentimental. Ja. Aber das gehört dazu. Dass man auch diesen Schritt geht und dass man das auch mal merkt, wie es einem dabei geht. Und wenn man dann immer noch ruhigen Gewissens und frohen Mutes Fleisch essen kann, dann ist das okay so. Und wenn nicht, dann muss man die Entscheidung für sich treffen, dass man es nicht tut. Aber ich finde, der Prozess, ich bin ja dann auch beim Schlachten mit dabei, der gehört voll und ganz mit dazu, dass man das einmal gesehen hat und mitgekriegt hat. Und es ist schon immer ein krasser Moment, wenn man einfach richtig merkt, wenn dieses, ja, wenn dieses Leben aus dem Tier rausfährt. Das ist schon, da schluckt man schon mal kurz und dann irgendwie so 10 Minuten später ist das ein Stück Fleisch, das dahinter. Also das geht dann auch relativ schnell bei mir zumindest. Der Prozess ist ja Bolzenschuss. Also wir fahren jetzt dann direkt an die Schlachtkammer eigentlich hin. Und ich habe es eigentlich noch nie geschafft, diese Klappe von dem Hänger zuzumachen, ohne dass ich dann schon den dumpfen Bolzenschuss gehört habe. Also das geht zickzack bei unserem Metzger. Der macht das echt gut, dass die Tiere da nicht lange irgendwie Panik kriegen, eingesperrt sind oder sonst irgendwas. Die stehen da drin und bam. Und danach wird quasi ein Kehlschnitt vorgenommen. Der Bolzenschuss ist ja quasi nur eine Art Betäubung. Wobei, auch wenn sie dann wieder aufwachen würden, wahrscheinlich nicht mehr lebensfähig wären. Aber es ist eine Betäubung und dann kommt der Kehlschnitt und dann ist vorbei. Noch ein Stich ins Rückenmark und dann ist wirklich rum. Ja,
gehört dazu. Ja, liebe Leute, dann melde ich mich wieder, wenn das Prozedere vorbei ist. Ist das herrlich, hä? Kurze Hosenwetter am 11. Oktober. Krasse Scheiße, ich glaube irgendwie 25 Grad. Aber es geht langsam dann runterwärts mit den Temperaturen. Deshalb habe ich jetzt noch andere Arbeit zu tun. Aber nochmal, um auf gestern zurückzukommen, oh, war schon, also hat alles gut geklappt beim Metzger dann. Aber das hat mich schon ein bisschen, naja. Wie gesagt, tragt euch unten ein in die Liste. Dann gibt es wieder Fleischpakete, Salami, Schinken, Burger Patties, geiles Zeug noch jetzt im Herbst. Letzte Mal dieses Jahr, das nächste Mal tatsächlich erst in einem Jahr, also Herbst 2024. Das heißt, wenn ihr was wollt, greift jetzt noch zu. Legen wir mal los mit meiner nächsten Aufgabe. Meine nächste Aufgabe, die ist hier. Wir hatten ja letztes Jahr im Mai so einen fetzen Sturm, wo es uns alles Trampolin davon quedelt hat. Und unter anderem hier dieses Stück Dach abgedeckt hat. Dieses Gartenhaus ist von meinen Schwiegereltern, stand da irgendwie jahrelang bei denen am Grundstück. Die sind umgezogen und haben das nicht mehr brauchen können. Und das haben wir tatsächlich ja, abgebaut, wieder aufgebaut. Das ist ein super, super Teil. Wir haben es dann auch rot gestrichen und weiß, so wie hier das Haus. Und jetzt hat es uns der letzte das Dach ein bisschen abdeckt. Und man sieht ja sowieso schon, also ne, die Bretter hier, das ist alles schon ein bisschen morschig. Deshalb wollte ich jetzt da nicht einfach nur neue Dachpappen drauf tun. Schindeln. Ja, das ist alles schon weg hier, ne, die ganzen Bretter. Deshalb mache ich hier ein neues Dach drauf. Die Nut- und Federbretter habe ich schon. Ich könnte es mir ja selber machen. Hey. Ich habe eine Säge, ich habe Holz, ich habe Wald, ich habe Bretter, ich habe einen Hobel und ich habe ja sogar eine Fräse. Ja. Aber ich komme nicht dazu, dass man dieses Ding einmal anschaut und sich wirklich damit beschäftigt, ja, dass man es mal selber machen kann. Deshalb leider Nut- und Federbretter gekauft, liegen noch oben an der Halle. Ich lege jetzt heute mal los, ich werde es in einem Schwung schaffen. Mit der Schlachtung und dem ganzen Zeug und Herbst und Präparate muss ich noch ausbringen und alles Mögliche wird das wahrscheinlich nicht so sein, dass ich da voll dranbleiben kann. Aber Schritt 1, jetzt machen wir mal die Dachpappe weg. Ne? Ja, dann machen wir uns mal ran. Das erste da wegzutun. Wer von euch weiß, wie man sowas entsorgt? Den Rest bitte will sowas wahrscheinlich nicht tun, oder? Gut. Geht einfacher als ich dachte. Das schauen wir jetzt mal. Aber es wird an manchen Stellen schon noch fester sein. Ach du meine Güte. Warum löst sich sowas so schnell ab? Naja. Dann ist mal runter, ne? Ihr dürft dabei sein. Jesus, gehen Sie mal her. Hoppala. So, Dach ist abdeckt.
dann die Ränder mit der Feuchtigkeit. Ne? Ich werde jetzt da auch keine Wissenschaft draus machen, es kommen neue Bretter drauf. Ich weiß, man kann jetzt drunter nochmal eine dichte Bahn legen, lege ich nicht. Ich werde direkt drauf wieder die Schindeln machen. Drauf blech mal ja auch nicht hin. Das ist hier alles freistehend, das triggert schon wieder. Genau. Jetzt kann ich eigentlich schon mal die Länge der Bretter ausrechnen. Weil das wird dann die nächste Geschichte sein, dass wir die erst mal zusammen. Deshalb, ich messe mal. 1,62 Meter. Mal hier. Mal dahinter. Und 1,62 Meter auf der einen Seite. Und Gott sei Dank auf der anderen auch. Gut, das heißt, ich kann jetzt die 1,62 Meter säge mir die zusammen. Und werde es aber vorher jetzt nicht abreißen, weil Wetter ist dann doch irgendwie, es ist Herbst, unbeständig. Mit dem Holz hätte jetzt kein Problem, wenn es nass wird, das trocknet wieder ab. Aber ich will es nicht offen haben, da sind doch ein paar Sachen drin, die nicht nass werden dürfen. Deshalb nächste Aktion, Brettersägen 1,62 Meter. Hiermit haben wir 74 wunderschöne Nut- und Federbretter auf 1,62 Meter Länge. Die kommen da unten hin. Ihr merkt, das Wetter ist schon mal ein bisschen anders. Schlägt jetzt dann auch um. Nächste Woche meldet er nachts Minusgrad. Gestern kurze Hose, nächste Woche nachts Minusgrad. Crazy shit. Aber jetzt ist für die Folge Schluss mit dem Häuschen, weil ich habe kein Dachbaum. Und es ist Donnerstag und morgen, selbst wenn es ankommt, ich habe es beim grünen Baustoffhändler bestellt, selbst wenn es ankommt, ich habe keine Zeit, dass ich es abhole. Das heißt, nächste Folge geht es weiter mit dem Häuschen. Ich verräume jetzt mal den Hänger, den Zweiachser. Und das nächste, was wir machen, ist die Präparatearbeit für 2023 auf dem Feld abschließen. Die Spritze ist wieder dran. Wie gesagt, es geht noch die Präparatearbeit für dieses Jahr abzuschließen. Wasser ist drin. Was haben wir jetzt drin? Volt für 5 Hektar muss ich noch machen. Und ausgerechnet 70 cm sollte ich haben. Ui, sogar ein wenig mehr. Dann sind es knapp 200 Liter. Ich versuche 40 Liter auf den Hektar zu kriegen. Das Ganze kann ich dann ja einstellen über den Pumpendruck und über meine Arbeitsbreite. Und natürlich, wie schnell ich fahre. Das ist aber ganz normales Auslittern, so wie ich es halt bei einer normalen Pflanzenschutzspritze auch habe. Gut, was ist heute dran? Das da. Fladenpräparat. Fladenpräparat ist quasi der Allrounder. Ich muss ja oder ich möchte ja Hornkiesel und Hornmist ausbringen auf meinen Flächen. Und dann habe ich noch die Kompostpräparate, Brennnessel, Schafgarbe, Eichenrinde, Kamille,
Baldrian. Ja. Und die, damit präpariert man normalerweise seine Mistmiete und bringt dann den Mist auf seine Felder aus. Wenn man aber natürlich nicht genug Mist hat, um das auf alle Felder auszubringen, dann gibt es das Fladenpräparat, das quasi aus Kalk, Mist und diesen Kompostpräparaten besteht. Und kann das dann quasi nochmal ersatzweise sprühen. Bringt aber auch so unterm Jahr viel, nicht jetzt nur quasi für die Düngung dann, für den Mist. Genau, also fördert den Rotteprozess, aber passt auch gut zum Abschluss des Jahres. Schönes, gutes Prepper Rot. Da muss ich jetzt nochmal kurz nachlesen, wie viel ich eigentlich reintun muss. Stopp. So, dann nehmen wir jetzt zwei gute Handvoll. Und packen die dann mal rein. Das ist auch deutlich feuchter, weil es auch ein kürzer Reifen des Präparates als jetzt der Hornmist. Naja, jetzt alles keine. Das ist das Gute an den Präparaten, ich brauche keine Handschuhe. Nix giftig. So. Und jetzt ist gesagt, rühren. Aber nicht wie bei den anderen eine Stunde, sondern nur 15 Minuten. Sehr angenehm, sehr angenehm. Und wie immer einen schönen Strudel, beginnend, dass ein schöner Trichter entsteht. Und dann das Ganze schön unterbrechen. Und das mache ich jetzt mal für eine Stunde.
Also mein kleiner Kompagnon hier noch gar voll gespritzt. Der fliegt jetzt noch ein bisschen Drohne. Ja, also Präparatearbeit ist so gut wie abgeschlossen für dieses Jahr. Das Fladenpräparat ist drin. Ganz abgeschlossen ist die Arbeit ja noch nicht. Es gilt noch im Herbst, jetzt dann die nächsten ein, zwei Wochen, den nächsten Hornmist für nächstes Jahr zu machen. Das heißt, Kacke von laktierenden Kühen sammeln und den Hörner stopfen und über den Winter einbuddeln. Liebe Leute, denkt dran, jedes Kommentar, auch wenn es noch so negativ, fragend, zweifelnd, lachend, beschimpfend, beschämend zu diesem ganzen Thema ist, es fördert meinen Kanal. Vielen Dank dafür. Ja, also, wie gesagt, da gibt es ganz viele Menschen, die das gut finden und die das toll finden und die daran glauben, und es ist ja mittlerweile auch wissenschaftlich alles da. Aber es ist einfach nicht für den 1001 schwarz-weiß Mittel drauf, Effekt, sonst irgendwas Typ. Das ist ein bisschen anders. Aber was erwartet ihr von jemandem, der sich Yaks holt, der ein Strohhaus baut? Ja, mir fallen noch ganz viele andere Sachen an, die auch hier nichts eingehen. Ne? Ist halt so. Aber wie gesagt, ich bin absolut überzeugt davon, von der Arbeit. Wenn ihr es wissen wollt, ich verlinke auch nochmal das Video. Und ansonsten erklären kann man das nicht. Das muss man selbst studieren, kennenlernen, erleben. Und dann merkt man, was es für Vorteile hat, zum einen Bio zu arbeiten. Also keine giftigen Substanzen in die Umwelt zu bringen. Klar, ich verbrauche Diesel, aber ich sage jetzt mal, keine direkt aufs Feld auszubringen. Und dann am Ende, wenn das Ganze noch biodynamisch ist, dann hat man noch andere Vorteile, die das ganze Leben bereichern. Gut, liebe Leute, gibt es sonst noch was zu tun hier? Ich mache jetzt noch fertig. Ihr hattet jetzt ja schon den schönen Genuss, Drohnenaufnahmen zu genießen. Und dann muss ich noch Hackschnitzel aufladen. Da können wir wieder zumindest ein Tandem. Das Hackschnitzelgeschäft ist echt schleppend. Hey, wir haben so viele Hackschnitzel dieses Jahr. Und was ist? Es ist Freitag der 13. Ach du Kacke. Freitag der 13. Oktober. Ich sitze in kurzer Hose am Schlepper. Der Wald ist immer noch grün, vielleicht ein bisschen gelb. Also um die Jahreszeit haben wir schon oft fast gar keine Blätter mehr an den Bäumen. Und das ist natürlich auch der Grund, warum keiner zu Hause seine Heizung anschürt. Und sämtliche Fernwärmenetze, die wir auch so beliefern, ja, noch auf Grundlast fahren. Und wir unsere Hackschnitzel loskriegen. Unsere Problematik, aber das ist ja unser Problem, ist, dass das Ganze auf einer Wiese liegt. Das heißt, je nässer das ganze Jahr jetzt dann wird, desto schwerer wird es für uns, das Ganze aufzuladen. Deshalb wäre es cool, wenn wir jetzt noch so viel wie möglich wegkriegen würden. Und dann, ich glaube, der Akku ist leer von der Drohne. Ich halte mal kurz. So, da läuft das glückliche Kind auf der Wiese und ja, macht weiter. Ich bringe mal die Präparate aus, wo wollen wir Hackschnitzel? Hackschnitzel, ja, wir müssen Hackschnitzel loswerden. Ja. Und dann ist, glaube ich, für die Woche mal wieder gut. Ja. Dann werden wir vieles einwintern. Dann haben wir noch von unserem Jagdzuchtverein, haben wir jetzt einmal treffen. Dann haben wir jetzt auch noch ein Thema, mit dem ich mich beschäftige, das ist das Gerben vom Fell. Da haben wir einen Gerber, oder es ist echt schwierig, einen Gerber zu finden, der Jackfell bzw. noch große Rinderfelle gerbt und dann auch noch Jackfell, weil es halt so lange Haare hat. Also ich habe 15 Stück in Deutschland abtelefoniert, die ich jetzt halt so gefunden habe, die halt, ja, die halt auch Internetauftritte haben, ne? Im Rest findest du ja heutzutage nicht mehr. Und alle abgesagt bis auf zwei. Die einen waren mega unsympathisch. Der hat einfach keinen Bock gehabt. Ja, keinen Bock. Und jetzt haben wir aber tatsächlich ein ganz junges, tolles Pärchen. Ich hoffe, das sind sie. In Ziegendorf gefunden. Die Gerberei Tramm. Mecklenburg-Vorpommern.
Und da werden wir jetzt wahrscheinlich mal, das werden wir mit dem probieren, die machen das auch alles noch per Hand. Da werden wir mal probieren, wie unser Jagdfell da oben ankommt. Und ja, das wird im Normalfall wird's gesalzen. Mehrmals bzw. mehrere Tage, bis die erste Feuchtigkeit rauskommt. Und die Kunst ist es halt, die Feuchtigkeit rauszukriegen, aber es auch nicht zu trocken zu machen, es zu konservieren. Und das werden wir tun. Normalerweise schicken wir das Ganze dann wahrscheinlich mit einer Spedition da hoch. Aber ich würde die Menschen gerne kennenlernen, weil so ein Jagdfell, zum einen ist das Gerben schon noch teuer. Und zum anderen, so ein Jagdfell, da kannst du dann schon mal einen niedrigen vierstelligen Betrag aufrufen, was das Ganze dann kostet. Und deswegen, da würde ich schon gern mal die Menschen kennen, mit denen wir da dann zusammenarbeiten oder die das dann für uns machen. Deshalb werden wir da wahrscheinlich hochfahren. Das wird mit den Herbstferien gut zusammenpassen. Für alle, die es nicht kennen, Bayern haben wir, nee, Allerheiligen, darum ging es, Herbstferien haben alle, Allerheiligen haben wir nur in Bayern, Saarland und noch irgendwo. Genau, und dann fahren wir dann mal hoch und schauen uns das mal an. So, jetzt muss ich noch mal kurz wegen der Drohne, ne? Aber ich glaube, wir lassen es jetzt hier mal, wir sehen uns dann an Markschnitzel aufladen. So, Ladung ist voll. Schnuppdiwuppdi. So. Ja, aufgeladen. Mal bloß mit dem Tandem, das ist eine kürzere Strecke. Und da kann ich ja wenig rangieren mit den zwei Hängen. Deswegen geht es schön mit dem Tandem. 10 Minuten hingefahren und wieder zurück. Alles super. Gut, dann haben wir das. Morgen geht es noch ins Burger machen, Samstag. Dann ist die Woche schon wieder rum. Dann verabschiede ich mich für diese Woche. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann klickt auf Gefällt mir, kommentiert fleißig und bleibt dabei und habet die Ehre. Wunderbaren Start in die neue Woche. Servus.